guten Morgen. Die Grenzflächenspannung von der Wasserluft ist recht hoch. Also wenn hier flüssiges Wasser ist und hier Luft. Und wir messen die Grenzflächenspannung, dann messen wir einen Wert, der etwa 72 Millinewton pro Meter beträgt. Dieser Wert ist sehr hoch und eine direkte Konsequenz der starken Wechselwirkung. Wasser bildet Netzwerke, stabilisiert durch die Wasserstoffbrückenbindung, und diese relativ starken zwischenmolekularen Wechselwirkungen sind der Grund für die hohe Grenzflächenspannung. Wir wissen, das molekulare Bild für die Grenzflächenspannung war ein Teilchen im Inneren. Ihr fährt ein isotropes Kraftfeld an der Grenzschicht, fehlen Bindungspartner und das Teilchen hat eine andere Energie als im Volumen. Für viele Anwendungen möchte man die Grenzflächenspannung steuern, verändern, auch die mechanischen Eigenschaften, die rheologischen Eigenschaften der Grenzfläche verändern. Und das gelingt mit Amphiphilen. Amphiphile sind Moleküle, die zwei gegensätzliche Strukturelemente enthalten. Da gibt es in dem Molekül eine Kopfgruppe, die ist polar oder ionisch. Die hat eine Affinität zu Wasser. Und dann gibt es eine aliphatische Schwanzgruppe, die hydrophob ist. Und diese gegensätzlichen Eigenschaften bewirken, dass dieses Molekül an der Wasser-Luft-Grenzfläche sich spontan organisiert. Wenn die Kette nicht zu groß ist, C8 bis C14, löst sich das Amphiphil in Wasser. Aber es organisiert sich spontan an der Grenzschicht. Es reichert sich dort an. Dieser Vorgang heißt Adsorption. Ein konkretes Beispiel eines Amphiphils, ein sehr wichtiges, ist das sogenannte SDS, das Sie kennen sollten. Und das hat eine Sulfatgruppe hier, also O, O. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eine C12-Gruppe. Das ist ein sehr wichtiges Amphiphil. Gegenion Na+, Natriumdodecylsulfat. Sie können die Grenzflächenspannungsisotherme messen, das geht mit der Ringmethode, und die modernen Apparaturen sind so, dass die das automatisch machen. Eine Verdünnungsreihe, und Sie halten dann einen Plot, der sieht so aus, Gamma gegen Log C. Sie beginnen beim Wasserwert. Und durch die Anreicherung des Amphiphils sinkt die Grenzflächenspannung. Und das wäre der typische generische Verlauf. Und diese CMC tritt so auf beim Werten um die 30 Millinewton pro Meter, 20 Millinewton pro Meter. Das ist die kritische Mizellkonzentration. Und oberhalb dieser Konzentration entstehen Aggregate in der Lösung. Diese Aggregate stehen durch Selbstorganisation. Also es ist wieder die Aufgabe der Surfactant, optimiert die Wechselwirkungen. Hydrophobe Ketten zu hydrophoben Ketten, ja, polare ionische Kopfgruppen zum Wasser. Und das Aggregat, das da entsteht, ist eine Kugelmizelle. Das ist so, dass etwa
60 Amphiphile sich organisieren und eine Kugel bilden, bei der die ionischen Gruppen nach außen weisen. Zum Wasser. Und die aliphatischen Ketten ins Innere der Mizelle zeigen. Und damit haben sie die Kontakte optimiert. Hydrophob zu hydrophob, polar, ionisch zu Wasser. Wir haben uns auch überlegt, dass dieses Aggregat spontan gebildet eine sehr enge Größenverteilung haben wird. Denn wenn ich die Größe verändern möchte von dem Objekt, wenn ich es größer mache, dann kann ich das dadurch größer machen, dass ich zum Beispiel mehr Amphiphile hier reinstecke. Das ist kein Problem. Ich habe immer noch die vorteilhaften Wechselwirkungen, die ich gesucht habe. Aber die aliphatischen Kopfgruppen, die aliphatischen Ketten würden jetzt nicht mehr alles ausfüllen. Es würde eine innere Grenzfläche entstehen. Und das ist nicht vorteilhaft. Also das ist ein Grund dafür, warum diese Mizellen monodispers sind, einen sehr definierten Radius haben. Und Sie sehen auch die typische Anwendung dieses Amphiphils SDS, das Kugelmizellen bildet, es ist ein Waschmittel. Denn wenn Sie Öle solubilisieren wollen, ja, wenn Sie die Bratpfanne nehmen, die Öl enthält und Sie schrubben die, möchten Sie das Öl in Wasser bringen. Und das gelingt genau mit diesem Surfactant, denn das kann natürlich hier das Öl aufnehmen und solubilisieren. Und das ist die typische Aufgabe von diesen Amphiphilen. Wir haben gesehen, dass das nicht die einzigen Art von Mizellen sind, die entstehen können. Es gibt auch andere Aggregate. Ein anderes Aggregat war zum Beispiel die Zylindermizelle. Und das heißt, da entstand so ein Wurm. Und dieser Wurm war polydispers und aufgebaut aus so Ringen, bei denen eben die Amphiphile nach innen weisen. Und es gibt auch noch andere Aggregate, die entstehen. Das waren so Bischichten, die so aussehen, dass die Amphiphile sich so organisieren, dass hier entsteht eine Bischicht, gefolgt von Wasser. Das sollen Sie sich unendlich ausgedehnt vorstellen. Hier ist wieder Wasser. Und dann ist die nächste Bischicht in dem System. Amphiphile, die das machen, bilden auch sehr gerne Vesikel. Vesikel wären jetzt, wir schließen diese Bischicht und halten ein größeres Objekt, vielleicht 1 bis 10 Mikrometer groß, wo hier sind immer gebildet von einer Lipid-Doppelschicht. Das Innere des Vesikels ist ein wässriges Medium. Und das Äußere ist ein wässriges Medium. Das wäre das Modell eines Physikochemikers von einer Zelle. Unsere Zellen sind aufgebaut aus einer Lipid-Doppelschicht. Also diese Elemente sind in der Zelle enthalten. Eine reale Zelle hat noch viel mehr, aber das ist ein wichtiges Trägermaterial, die Lipid-Doppelschicht, die das Zellinnere vom Zelläußeren trennt. Eine Frage war noch, finden wir einen Zusammenhang zwischen der Molekülstruktur und den Aggregaten, die vorzugsweise gebildet werden? Eine Frage an Sie. Was würden Sie das sagen?
Ja, es werden verschiedene Aggregate gebildet. Ja, und die Frage ist, ob man einen Zusammenhang findet zwischen der Molekülstruktur und dem Aggregat, was vorzugsweise gebildet wird. Nö, das sind alles kompakte Anordnungen. Es muss etwas mit der Struktur zu tun haben. Also all diese Anordnungen sind sehr kompakt. Das ist es nicht. Wir haben so ein geometrisches Argument gehabt in der letzten Stunde. Nö, hat nichts mit Temperatur zu tun. Okay. Hätten Sie eine Idee? Ja, so ein Stäbchen. Genau, super. Genau. Also das Argument, was wir gefunden haben, was Ordnung reinbringt, ist im Wesentlichen ein geometrisches Argument. Wenn ich mein Amphiphil durch so einen Kegel annähern kann, das soll der hydrophile Teil sein. Wenn Sie jetzt so Kegel stapeln wollten, hydrophil zu hydrophil, hydrophob zu hydrophob, entsteht spontan etwas mit hoher Krümmung. Also die entscheidende Größe ist praktisch die Querschnittsfläche der Kopfgruppe verglichen mit der Querschnittsfläche der aliphatischen Schwanzgruppe. Zylinder mit Zellen wäre etwas, was gebildet wird, wenn ich das Amphiphil durch so ein Tortenstück approximieren kann. Ja, wenn dieses Tortenstücke, wenn Sie die stapeln würden, dann wird so ein Ring entstehen. Und wenn Sie die Ringe aneinander stapeln, entsteht die Zylindermizelle. Und die Bischichten werden entstehen von Molekülen, die so Stäbchencharakter haben. Das heißt, die Anordnung, die ich habe, ist eben so: hydrophil zu hydrophil, hydrophob zu hydrophob. Und das Schließen eines Vesikels, das ist ein Objekt auf Mikrometerskala. Und da können Sie die Krümmung eigentlich vernachlässigen, ja? Wenn Sie das vergleichen mit der Moleküldimension. Das waren also die wichtigsten Erkenntnisse und ich möchte heute das Kapitel Grenzflächen abschließen. Mit ein paar Alltagsbeispielen. Ja, viele von Ihnen haben zum ersten Mal jetzt eine eigene Wohnung, Sie müssen sich selber kochen, ja? Und vielleicht machen Sie auch einen guten Salat und eine gute Vinaigrette. Was ist da das Geheimnis? Sie kippen zwei Öl, Sie nehmen hier ein Öl, meinetwegen ein Olivenöl, das viele ungesättigte Fettsäuren enthält, und Sie nehmen irgendwann Essig, zum Beispiel Acetobalsamico. Und wenn Sie die beiden zusammen kippen, merken Sie, die beiden separieren. Oben ist Ihre Ölphase, unten ist Ihr Essig. Und das Geschmackserlebnis ist sehr bescheiden, weil das separiert ist. Ja? Sie fangen an, das zu schütteln oder zu quirlen. Was Sie da bilden beim heftigen Schütteln, sind so Tröpfchen. Das schaut dann erstmal homogener aus. Aber wenn Sie auch nur ein bisschen warten, nach ein paar Minuten, sieht es wieder so aus. Hier haben wir das Öl und hier haben wir den Essig. Und wir verstehen auch, was da passiert. Also durchs heftige Schütteln entstehen Öltröpfchen. Öltröpfchen plus Öltröpfchen bildet, getrieben von der Grenzflächenspannung, ein großes Öltröpfchen. Die Oberfläche von diesen beiden Objekten ist größer als von dem fusionierten Objekt. Also die Koaleszenz dieser beiden Tropfen wird getrieben von der Grenzflächenspannung.
Und wenn ich das Ganze stabilisieren möchte, brauche ich etwas. Ich brauche hier, muss das System verändern, um diese Fusion zu verhindern. Ich brauche eine repulsive Kraft zwischen den Teilchen. Die Teilchen, die Öltröpfen, die gebildet sind, die dürfen nicht mehr fusionieren. Die können nur dann nicht fusionieren, wenn eine repulsive Kraft in dem System ist. Sie sind dran. Wie kriege ich hier eine repulsive Kraft rein? Wie kann ich mein Objekt stabilisieren? Stabilisieren. Ich möchte verhindern, die Teilchen kommen an. Ich möchte verhindern, dass die reinkommen. Wir brauchen eine abstoßende Kraft. Wie könnte ich die reinbringen? Das wird die Grenzflächenspannung minimiert, aber da ist noch nicht die Abstoßung. Also überlegen Sie mal, wann stoßen sich zwei Objekte an? Sie lernen jetzt gerade beim Herrn Bange E-Dynamik. Elektrostatik haben Sie gerade. Was wissen Sie denn? Wenn das Objekt positiv geladen wäre und das positiv geladen wäre und die kommen näher, was würde dann passieren? Sie würden sich abstoßen. Wenn das negativ geladen ist und das negativ geladen ist und die kommen zusammen, es würde sich abstoßen. Das heißt, wir müssten irgendwie schaffen, diese Öltröpfchen zu laden. Wenn die geladen wären, dann kommen die nicht mehr so nah. Wie könnte ich mein Öltröpfchen laden? Wie würden Sie es laden? Ja, aber was für Säulen? Was sind das für Moleküle, die sich genau das machen, was Sie jetzt sagen? Ein Teil lagert sich in Öl an, ein Teil in Wasser. Amphiphile. Er hat es richtig gesagt. Also ich muss was zugeben, geladene Amphiphile. Wenn ich geladene Amphiphile zugebe, wie werden die sich denn anlagern in das Öltröpfchen? Eigentlich genau wie hier aufgemalt. Hier ist es eigentlich schon angemalt. Wenn ich das verhindern möchte, dann habe ich hier mein Öltröpfchen und ich möchte das Öltröpfchen negativ aufladen. Und das andere Öltröpfchen ist auch meinetwegen negativ geladen an der Oberfläche. Und ich habe dann eine repulsive Kraft. Und das Aufladen kann ich machen durch anionische Tenside, Amphiphile. Aber wie würden die sich einbauen? Wenn ich ein Amphiphil nehme, wird sich genauso einbauen, dass ich eben sage, hier habe ich mein Amphiphil und hier habe ich mein Öl. Und wenn das Amphiphil negativ geladen ist, hat das Ding eine Oberflächenladung. So, jetzt wäre die Frage natürlich, sollen Sie kein Spülmittel reingeben? Wo wäre eine gute Quelle für Amphiphile, für Ihre Vinaigrette? Also Sie nehmen ein schönes Olivenöl. Olivenöl besteht im Wesentlichen aus Triglyceriden, also der Grundkörper ist immer Glycerin. Angeflanscht sind Fettsäuren, verestert. Und
Olivenöl enthält sehr viel Ölsäure, die eine Doppelbindung enthält. Ja, enthält auch sehr viel Stearin und Hauptbestandteil Stearinsäure und Palmitinsäure. Also es ist ein Triglycerid mit sehr viel Ölsäure drin im Ester. Das ist der Stoff und wir wollen hier was einbauen, ohne den Geschmack kaputt zu machen. Den Geschmack wollen wir stärken. Ein geladenes Amphiphil. Wo bekomme ich das her? Wer kann von Ihnen kochen? Was geben Sie noch dazu, vielleicht auch unbewusst? In Ihr Vinaigrette, ja? Sehr gut, Senf. In Senf sind nämlich Moleküle enthalten, Phospholipide. Und diese Phospholipide sind auch die Moleküle, die die Zellmembran aufbauen. Also recht sehr gesunde Moleküle. Und die sind amphiphil und bilden genau diese Art von Strukturen aus. Ja? Probieren wir nochmal so ein Phospholipid hinzuschreiben, weil es sind wichtige Moleküle. Also der Grundkörper ist wie vom, ich merke mir es immer so, Glycerin. Wäre eben CH2, CH, CH2. Das Glycerin ist verestert mit Fettsäuren. Also haben wir hier ein O, C, Doppelbindung O, R. R ist zum Beispiel eine C16-Kette. Ja, irgendwie so eine lange Kette. Ja. Die andere kann mit einer anderen Kette verestert sein. Zum Beispiel kann das jetzt so eine Ölsäure sein. Mit einer Doppelbindung. Und die nächste Gruppe beim Fett oder Öl wäre hier jetzt noch eine andere Ester dran. Bei den Phospholipiden gehen Sie jetzt auf diese Seite am besten vielleicht hier hin und machen einen Ester der Phosphorsäure dran. Das heißt, hier kommt die Phosphatgruppe, P, Doppelbindung O, O, Minus. Da kommt schon mal eine Ladung rein. O. Also. Und jetzt geht es weiter und jetzt gibt es eine ganze Klasse von diesen, das lernen Sie beim Herrn Wegner dann, zum Beispiel Cholin, CH2, CH2, N, CH3, 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 plus, minus, das wäre ein Betain und das wäre ein Amphiphil, was im Senf enthalten ist und was vielleicht im Cartoon so darzustellen wäre, es ist ein Amphiphil. Zwei Gruppen, die Öl mögen, eine Gruppe, die Wasser mag. Es organisiert sich. Es baut sich spontan ein in die Öltröpfchen. Es stabilisiert die Öltröpfchen durch die Bildung einer immobilisierten Oberflächenladung. Also, Fette sind Triglyceride, die Energielieferanten. Öle enthalten ungesättigte Fettsäuren, Ölsäure. Essig, wässriges Medium. Und ein Medium, was Sie eben reingeben können, ist irgendein süßer Senf, der eben im Senfkorn Lecithin, Phospholipide enthält, die genau das Ganze immobilisieren. Und das sind eben diese Art von Molekülen, die sich aufbauen und durch Selbstorganisation das Ganze eben emulgieren und stabil halten. Überhaupt, wenn Sie mal ganz gut kochen wollen, schauen Sie mal die Rezepte an. Und überlegen mal, wie viel Grenzfläche da drin vorkommt. Wenn Sie Schäume bilden,
Ja, also wenn Sie die Pfeffermühle nehmen, es geht eigentlich oft darum, sehr viel Grenzfläche beim Kochen zu schaffen, weil das das Geschmackserlebnis immer intensiviert. Das nächste Kapitel beschreibt Ihnen einen Praktikumsversuch. Im Praktikum werden Sie Langmuir-Schichten kennenlernen, Brusterwinkel-Mikroskopie, Langmuir-Blotchett-Schichten. Das ist ein netter Praktikumsversuch, bei dem es um Grenzflächen geht. Ja? Also nochmal für die Klassifikation von Amphiphilen, die auch hier die wesentliche Rolle spielen. Wenn die Kette so C8 bis C14 ist, sind Amphiphile löslich. Sie lösen sich richtig in Wasser. Und sie reichern sich natürlich an der Grenzschicht. Ein Molekül hier oben ist nicht statisch in der Grenzfläche. Es gibt auch einen Austausch zwischen den Molekülen. Also hier ist wirklich ein Gleichgewicht zwischen der Grenzschicht und der Volumenphase. Diese Art von Schichten heißen Gips-Monoschichten. Mit löslichen Amphiphilen. Echtes Gleichgewicht. Wenn Ihre Amphiphile unlöslich sind in Wasser. Das wären sie dann, wenn die Kette eben, weiß ich, von C18 bis C24 oder Amphiphile mit zwei Ketten, wie bei den Phospholipiden, die sind eigentlich in Wasser unlöslich. Der hydrophobe Part überwiegt. Und trotzdem kann man mit denen interessante 2D-Physik machen. Und man nutzt wieder die Wasser-Luft-Grenzfläche als Funktionsort. Also hier ist eine Wasser-Luft-Grenzfläche. Wasser-Luft. Diese Amphiphile sind in Wasser unlöslich. Aber sie können die in einem organischen Lösungsmittel wie Chloroform gut lösen. Und dann nehmen Sie eine Spritze und träufeln die Amphiphile gelöst in dem organischen Lösungsmittel an die Grenzschicht. Das Lösungsmittel spreitet. Das haben wir gesehen zum Beispiel bei dem Nagellack. Das Lösungsmittel spreitet und es wird verdunsten. Und zurückbleiben diese Moleküle. Also das ist die Art des Aufbringens. Ich nehme unlösliche Amphiphile, löse die im organischen Lösungsmittel und träufel die auf die Wasser-Luft-Grenzfläche. Das Lösungsmittel verdampft und zurückbleiben die Moleküle. Und in einer Langmuir-Waage verändern Sie jetzt die Fläche, die dem Molekül zur Verfügung steht. Da gibt es hier eine bewegliche Barriere und hier eine bewegliche Barriere, mit denen Sie die Fläche, die dem Molekül zur Verfügung steht, verändern können. Also hier habe ich draufgespreitet, gelöst, Tropfen draufgesetzt, das Lösungsmittel verdampft. Die Amphiphile sind jetzt verteilt an der Oberfläche. Und Sie fangen jetzt an, die Fläche pro Molekül zu verändern.
und das zu komprimieren. Und wenn ich das Ganze komprimiere, die sind unlöslich, die sind nicht in der Volumenphase. Das heißt, die quetschen die zusammen und erreichen jetzt verschiedene Zustände in dieser Schicht. Ich will Ihnen eine Animation mal kurz zeigen, dass Sie die Technik verstehen. Fazit. Also Sie können das auch nutzen als Modelle, um Elemente der biologischen Membran zu verstehen. Also das wäre eine reale Zellmembran, Lipid-Doppelschicht, aber recht komplex. Ein Vesikel würde die Doppelschicht annähern. Und Sie können auch einzelne Moleküle untersuchen, zum Beispiel in einer Langwirtschicht. Sie nehmen Phospholipide her, haben die in dieser Filmwaage drin und zu komprimierenden Zustand und haben dann auch ein Modellsystem, um gewisse Aspekte, die an Zellen vorkommen, zu studieren. Und ich habe hier eine nette Animation gefunden im Internet, die das Ganze Ihnen noch schön erklärt. Also das ist dieser Trog mit diesen beiden beweglichen Barrieren. Wasser-Luft-Grenzfläche. Schnittbild gemalt. Wir bringen durch ein Lösungsmittel die Amphiphile auf, sie spreiten und bilden eine Monoschicht aus an der Wasser-Luft-Grenzfläche. Wir schieben die Barriere zusammen und messen den Oberflächendruck. Die Oberflächendruck ist die Differenz der Grenzflächenspannung von Wasser minus Wasser bedeckt mit einem Amphiphil. Und die Clara Blodschett hat auch noch eine Technik entwickelt, wie man diese Schichten, die man an der Wasser-Luft-Grenzfläche bildet, auf einen festen Träger überträgt. Also wenn ich jetzt diese Schicht habe, komprimiere die zusammen und ich gebe einen Objektträger, ziehe ich raus, dann kann ich die Schicht, die ich an der Monolage gebildet habe, auf den festen Träger übertragen. Und ich kann das im runter, rauf und ich kann praktisch die Moleküle, die an der Wasser-Luft-Grenzfläche ausgebildet sind, Ziegelstein wie Ziegelstein auf einen festen Träger übertragen und habe damit eine Architektur, die auf molekularer Ebene definiert ist. Jetzt haben wir es nochmal. Und das wäre der Übertrag. Ein Objektträger wird aus der Subphase gezogen und die Amphiphile werden übertragen. Also wir komprimieren das Ganze und wir zeichnen auf den Oberflächendruck Pi. Pi ist nichts weiter als Gamma H2O minus Gamma H2O Amphiphil. In diesem Zustand ist kein Oberflächendruck messbar. Erst wenn die Moleküle sich anfangen zu berühren, steigt der Oberflächendruck. Er steigt dann so und Sie werden im Praktikum eine Substanz haben, bei der Sie eine Isotherme messen, die so aussieht. Und das ist etwas, was eigentlich 2D-Physik überträgt. Auf ein Beispiel, das wir schon besprochen haben. Wir haben nämlich reale Gase besprochen.
Und wir haben gesehen, dass ich hier, wenn ich ein Gas komprimiere und messe jetzt den Druck als Funktion des Volumens, da habe ich so einen Verlauf beim realen Gas. Hier mehr oder minder so ein 1 durch V Verhalten wie ein ideales Gas. Sobald die ersten Tröpfchen sich bilden, verändert sich der Druck nicht mehr. Der Druck bleibt konstant. Erst wenn alles, die gesamte Gasphase, übergeführt wird in die flüssige Phase, steigt der Druck an, und er steigt sehr steil, weil eine Flüssigkeit inkompressibel ist. Wir hatten gesehen, wir können das Ganze bei verschiedenen Temperaturen wiederholen und sehen dann so einen Verlauf. Bei tieferen Temperaturen sieht es vielleicht so aus. Und dann gibt es irgendwo bei höheren Temperaturen sieht es so aus. Und es gibt eine kritische Isotherme. Das war unser Zwei-Phasen-Gebiet. Im Zwei-Phasen-Gebiet habe ich also vielleicht so kleine Tröpfchen der Flüssigkeit in Kontakt mit der Gasphase. Und die Tröpfchen mögen sedimentieren. Hier ist die Fläche vom Molekül aufgetragen und der Oberflächendruck. Haben wir es gesehen bei dem Stenuskäfer, wie der das als Antrieb nutzt, den Oberflächendruck. Sie können diese Isothermen auch aufnehmen bei verschiedenen Temperaturen und werden dann auch so einen Verlauf rauskriegen, und es wird auch hier eine kritische Isotherme gehen. Also ist alles eine Dimension herabgesetzt. Volumen wird zur Oberfläche, der Druck wird zum Oberflächendruck. Die Moleküle, die Sie hier sehen in den Bereichen, bilden auch Cluster aus, sogenannte Domänen. Und das sind zum Beispiel Kreise, die Sie sehen, bei denen die Moleküle dichter gepackt sind als der Rest. Und diese Monoschichten können Sie mit einem Brusterwinkelmikroskop sichtbar machen. Und ein Brusterwinkelmikroskop, das ist das Element im Praktikum, Sie lassen Licht hier reflektieren. Normalerweise haben Sie einen reflektierten Strahl und einen transmittierten Strahl. Wenn Sie aber Pi-Licht verwenden, Licht, was parallel zur Einfallsebene polarisiert ist, und den Winkel hier verändern, finden Sie einen Winkel, bei dem nichts mehr reflektiert wird. Das ist der Brusterwinkel. Also ich weiß nicht, wie fit Sie schon in Optik sind. Ich glaube, das kommt am Ende Ihres Semesters. Nochmal. Das ist eine reflektierende Oberfläche, meine Wasseroberfläche. Das ist mein Lichtstrahl, der drauf fällt. Lichtstrahl und die reflektierte Oberfläche kann ich durch eine normale charakterisieren. Das ist die normale. Und Lichtstrahl und Oberflächennormale bilden eine Ebene. Diese Ebene heißt die Einfallsebene in der Optik. Das ist eine besondere Ebene. Das ist mein Bezugszustand, eine sehr besondere Ebene. Klar definiert. Und wenn der E-Vektor, der hier senkrecht dazu schwingt, in dieser Ebene schwingt, parallel zur Ebene liegt, nenne ich es P-polarisiertes Licht. Schwingt er senkrecht dazu, nenne ich es S-polarisiertes Licht. Und Sie nehmen hier P-polarisiertes Licht, denn P-polarisiertes Licht hat einen Brusterwinkel. Den kann ich Ihnen aufzeichnen, indem ich hier die Reflektivität auftrage als Funktion des Winkels Phi. Für S-Licht sieht es so aus,
dass die Reflektivität einfach ansteigt. Für P-Licht sieht es anders aus. Das ist S-Licht, senkrecht zur Einfallsebene. Und das ist für P-Licht. P-Licht hat einen Brusterwinkel. Das heißt, es gibt einen Winkel, bei dem nichts mehr reflektiert wird. Also nochmal. Was Sie machen, ist, Sie stellen P-Licht ein. Der E-Vektor schwingt senkrecht zur Einfallsebene. Sie verändern den Winkel und da gibt es einen Winkel, bei Wasser ist der bei 53 Grad, bei dem kein Licht mehr reflektiert wird. Alles Licht wird transmittiert. Und wenn Sie jetzt Monoschichten haben, dann verändert sich diese Kurve ein bisschen. Es wird jetzt ein bisschen Licht reflektiert. Und wenn die Moleküle unterschiedlich geclustert sind, haben sie einen kontrastgebenden Mechanismus. Dieser Bereich ist dichter gepackt. Er wird mehr Licht reflektieren als dieser Bereich, der weniger dicht gepackt ist. Ihr reflektierter Lichtstrahl enthält ein Hell-Dunkel-Muster. Also der Lichtstrahl kommt an, er fasst das. Hier ist ein Cluster an Molekülen. Der wird mehr reflektieren als die umgebende Matrix. Und dann haben Sie hier den Detektor und da sehen Sie ein Hell-Dunkel-Muster, das die Monolage abbildet. Spannend eigentlich. Welch einfache Mittel ausreichen, Moleküle zu visualisieren. Also nochmal mit PowerPoint. Also wir haben jetzt kennengelernt eine Langmuir-Waage. Wir wissen, wie wir die Moleküle aufbringen. Und bei der Kompression gibt es verschiedene Phasen, die sich im Grenzflächendruck niederspiegeln. Wir werden Bereiche haben, wo ich eben Moleküle, die gasanalog sind, im Gleichgewicht sind mit Molekülen, die flüssiganalog sind. Flüssiganalog definiert an der Kompressibilität. Ich werde Bereiche haben, wo ich flüssiganaloges habe mit fest. Fest ist, wo die dicht gepackt sind und kaum mehr Freiheitsgrade haben. Also ist in 2D gibt es einen Reichtum an Phasen an diesen Schichten. Und diese Phasen wollten wir visualisieren. Ja? Also das wären so MD-Bildchen, wie Sie vorstellen, haben gasförmig, die Moleküle sind irgendwo geknollt. Große Fläche pro Molekül. Flüssig analog, die sehen sich schon, aber haben schon noch interne Freiheitsgrade und eine gewisse Beweglichkeit und sind meistens geneigt. Brusterwinkelmikroskop wäre ein Mikroskop, das den Brusterwinkel ausnutzt. Der Brusterwinkel ist also genau, hier sehen Sie eine Simulation, das P-Licht wird beim Brusterwinkel nicht reflektiert. S-Licht dagegen kontinuierlich. Und das macht es spannend, um ein Brusterwinkelmikroskop zu bauen. Und hier sehen Sie solche Monolagen. Das sind so, das können Sie im Praktikum beobachten. Sie sehen hier Licht, das reflektiert wird. Und wenn die Moleküle sich clustern, sehen Sie am CCD-Kamera ein Hell-Dunkel-Muster. Und dieses Hell-Dunkel-Muster sind hier Beispiele gezeigt. Und diese Beispiele enthalten verschiedene Organisationen von Amphiphilen an der Grenzschicht. Frage an Sie, ob Sie es verdaut haben. Das ist viel Neues. Warum muss ich ein Brusterwinkelmikroskop beim Brusterwinkel aufbauen? Warum brauche ich den Brusterwinkel, um diese Strukturen zu visualisieren? Kriegen Sie kurz Zeit, ich mache mal die Tür zu, ist so laut.
Warum brauche ich einen Brusterwinkel? Warum kann ich es nur bei einem bestimmten Winkel eigentlich sehen, diese Strukturen? Und ist der Winkel, den ich falle, lasse den Winkel einfallen, da wird nicht kein Licht mehr reflektiert. Der Kontrast größer, aber wenn ich jetzt das abseits vom Brusterwinkel messen würde, was käme da raus? Dann würde das anders reflektieren, würde das, was man sehen will. Ich hätte Grundreflexion, ne? Also praktisch das, was diese Schicht macht, ich habe Wasser. Und die Schicht, die drauf ist, wird nicht viel verändern. Und die Änderung ist so 10 hoch minus 6, der einfallende Reflektivität. Aber der Unterschied zwischen 10 hoch minus 6 und nichts ist einfach zu messen. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe hier was reflektiert, ja, und messe einen Unterschied zwischen einem Grundlevel plus 10 hoch minus 6, das ist schwer. Ja. Haben Sie uns ungefähr zusammengebastelt? Warum brauche ich den Brusterwinkel? Ich brauche ihn einfach, um einfacher messen zu können. Also so eine Monoschicht wird nicht viel verändern. Und die Reflektivität dieser Monoschicht, die Modifikation, ist vielleicht 10 hoch minus 6 der einfallenden Intensität. Wenn ich am Brusterwinkel arbeite, messe ich den Unterschied zwischen nichts und ein bisschen was. Und das bisschen was kommt von der Monoschicht, 10 hoch minus 6 der einfallenden Intensität. Wenn ich dagegen beim anderen Winkel messe, hätte ich eine hohe Grundreflektivität, 0,2 der einfallenden Reflektivität. Und die würde durch die Monoschicht so geändert werden, 0,2 plus 10 hoch minus 6. Und das ist schwer zu messen. 0,2 plus 10 hoch minus 6 zu messen, aber 10 hoch minus 6 und nichts als Unterschied ist einfach zu messen. Das ist der Grund dafür. Also das Beispiel erkläre ich eigentlich so gerne. Wir möchten das Gewicht dieses Kapitäns das Boot messen. Ja, was machen wir? Ich setze ihn auf die Waage drauf, mit oder ohne Waage. Ich könnte ihn natürlich auch so messen. Ich messe das gesamte Boot im Dock, das Gewicht des Bootes mit und ohne Captain. Und das wäre der Unterschied. Deswegen brauche ich einen Brusterwinkel. Ja? Wenn ich so genau präzise messen könnte, also das ganze Schiff mit und ohne Captain, wäre die Information auch enthalten. Aber sehr schwer zu extrahieren. Wenn ich ihn einfach auf die Waage stelle, ist es eine ganz einfache Messung. Das macht der Brusterwinkel. Der Brusterwinkel ist ein Punkt, bei dem eben kein Licht reflektiert wird und die Monolage liefert etwas Intensität und ich messe den Unterschied zwischen ein bisschen Intensität und nichts. Der Brusterwinkel ist für viele neu und trotzdem nicht. Wenn Sie Auto fahren und mal das Armaturenbrett angucken, dann sehen Sie ein Tachometer, Drehzahlmesser und ein Plastik, das dich schützt. Wie ist denn das Plastik angeordnet? Wie würden Sie es anordnen, die Armatur? Und wie ist es angeordnet? Bei ganz modernen ist es wieder nicht mehr so, aber in meinem Auto ist es noch halbmodern, ist es so angeordnet. Wie ist das Schild, diese Fenster angeordnet? So ist Ihre Sitzposition. Wenn ich nichts wüsste und mechanisch das Problem habe, würde ich das Schildchen halt genauso anordnen, weil mir das eigentlich am einfachsten erschien. So ist es aber meist nicht angeordnet. Und wie ist es angeordnet? Achten Sie mal als nächstes Mal in Autos drauf. Das Schildchen ist so angeordnet. Eigentlich komisch, warum machen die das so? Die machen das deshalb so, die drehen das Stück Plastik, sodass der von seiner Sitzposition unter dem Brusterwinkel hier drauf schaut.
billige Antireflexschicht. Einfach durch die Drehung geht das Licht durch, weil halt P-Licht nicht reflektiert wird. Also ich zeige Ihnen mal. Ein altes Auto. Und Sie sehen, da ist es so angeordnet, wie es mechanisch vielleicht am einfachsten wäre. Einfach das Plastik drauf. Ja, wenn ich das Plastik einfach drauf habe, Sie sehen auch, dass da alle möglichen Reflexe auftreten, die eigentlich dann beim Ablesen stören. Wenn ich dagegen beim modernen Auto das ein bisschen drehe, gucke ich unter den Brusterwinkel drauf und Sie sehen gar nichts an störenden Reflexen. Also das definiert einen Praktikumsversuch, der Sie bis in die Welt von 2D-Physik führt. Also nochmal kurz wiederholt, dieser Praktikumsversuch besteht darin, dass Sie unlösliche Monoschichten herstellen, indem Sie die Wasser-Luft-Grenzfläche als Werkzeug nutzen, um dort Amphiphile aufbringen durch Spreiten eines Lösungsmittels. Dem Molekül steht eine bestimmte Fläche zur Verfügung und Sie verändern die Fläche durch bewegliche Barrieren. Und Sie laufen durch verschiedene Zustände durch und nehmen eine Grenzflächenspannungsisotherme auf. Die enthält auch Koexistenzbereiche und hat sehr viel Analogien zur dreidimensionalen Welt. Volumen hier ist ersetzt durch Oberfläche. Der makroskopische Druck ist ersetzt durch den Oberflächendruck. Hier in dem Bereich haben sich Tröpfchen gebildet. Hier in dem Bereich bilden sich Domänen, die Sie visualisieren können mit einem Brusterwinkelmikroskop, das davon lebt, dass pi-polarisiertes Licht, Licht parallel zur Einfallsebene, der E-Vektor schwingt parallel zur Einfallsebene, bei einem bestimmten Winkel bei Wasser 53 Grad nicht reflektiert wird. Und damit können Sie diese Cluster von Molekülen visualisieren. Denn wenn die Moleküle dichter gepackt sind, ist die Reflektivität von diesem Bereich höher als von einer fluiden Matrix oder einer gasförmigen Matrix. Und dann ist die laterale Inhomogenität transformiert in eine Inhomogenität des Polarisationszustandes, in eine Inhomogenität des Intensitätsverhältnisses. Und Sie haben ein Hell-Dunkel-Muster am Detektor, das ein Abbild bildet dieser Substanzen. Das ist das, was ich hier meinte mit diesen Domänen. Häufig sind Domänen rund. Warum denn? Warum sind Domänen häufig rund? Jetzt die Frage um, wenn Sie sagen, ich bin nicht sicher, warum sind die Tröpfchen eine Kugel? Was ist da Ihre Antwort? Und dann nehmen Sie diese Antwort, die Sie alle finden, und gehen eine Dimension runter. Die Tröpfchen sind deshalb rund, weil die Grenzflächenspannung die Oberfläche minimiert. Die Domäne bildet in der Regel eine runde Form aus, weil die Linienspannung das optimiert. Das kann Sie auch vieles übertragen auf 2D-Physik. Ist eine nette Spielwiese, um fundamentale Wechselwirkungen zu studieren. Letzter Abschnitt. Warum rutsche ich aus einem nassen Fußboden aus? Wenn ich diese Tafel wische und ich klicke herum, rutsche ich leicht aus. Warum ist das der Fall?
Tja, jedem klar? Das war auch eine Frage schon vom letzten Semester mal. Klar, sehen Sie eigentlich hier an dem Schildchen genau. Es ist ein flüssiger Wasserfilm, bewirkt genau, dass es rutschig einfach wird, weil die einzelnen Schichten leicht gegeneinander verschiebbar sind. Neu. Warum können wir Schlittschuh laufen? Warum kann man Schlittschuh laufen? Also brauchen wir einen flüssigen Wasserfilm. Genau. Wo kommt dieser flüssige Wasserfilm auf dem Eissee? Druck oder Reibung? Den Druck. Den Druck, was käme da zu tragen? Ja, die Kante halt. Die Kante, genau. Und was im Phasendiagramm vom Wasser? Aber wir sind uns einig, wir brauchen eine flüssige Schicht auf dem Eis, damit es rutscht. Wäre keine flüssige Schicht da, würde ich auch nicht rutschen. Die Frage also wäre präziser, wo kommt diese flüssige Schicht her? Das ist die Frage an Sie. Die flüssige Schicht auf dem Eis. Das ist eine gute Idee, ne? Die Sie haben. Einverstanden? Was war denn besonders beim Wasser? Vom Phasen? Könnte das sein, wenn das mal skizziert? Schmier mal die Heft ein bisschen zu. Genau. Ja, und das würden Sie sagen jetzt. Das, mhm. Ja, wo sind Sie? Sie sind also hier irgendwo im Festen. Ja. Wir erhöhen den Druck und wird flüssig. Und so könnte er herkommen. Was bieten Sie mal an? Verdunstet oder von der Luftfeuchtigkeit? Von Luftfeuchtigkeit verdunstet? Also von Luftfeuchtigkeit eine Schicht. Mhm. Oder das verdunstet. Mhm. Könnte schon sein, dass sich bei tiefen Temperaturen auf dem was bildet. Wo wenn ich. Könnten noch der flüssige Film herkommen. Durch die Reibung wäre eine Idee. Ja. Was hätten Sie noch anzubieten? Diese Kugeln, das ist also eine relativ kleine Fläche. Haben wir relativ viel Druck, das einfach rauskommt und Reibung. Ja. Also wir haben zwei Argumente gehört, die beide interessant sind. Das eine Argument wäre Reibung. Ja, es entsteht einfach Reibung und die Reibung macht eine Wärme und die Wärme lässt verschmelzen. Erscheint Ihnen das plausibel? Weil wenn ich jetzt ganz still stehe, ist immer noch rutschig drunter. Ne? Also dann auch mich, ich pumpe gar keine mechanische Energie rein. Ja? Und ich stehe still und wenn ich mich ein bisschen bewege, rutsche ich und liege auf dem Eis. Das kann nicht so gut die Erklärung sein. Wäre auch eine Idee, also er meint jetzt Luft. Das nächste Argument, über das Sie nachdenken sollten, war von ihm, er sagt, Wasserdampf kondensiert. Gehen Sie damit mal um. Und das dritte Argument, was ich vorhin weiter unten gehört habe, war, die hohen Drücke, auch von ihr kam das jetzt als Element, durch die Kufe ist so, dass ich sehr hohe Drücke appliziere. Die Kufe ist ja recht schmal, sie sind schwer und üben einen hohen Druck aus. Und durch den hohen Druck
könnte es vielleicht auch schmelzen. Ich gebe Ihnen noch mal kurz Zeit, diese Argumente zu verdauen. Wie wäre das mit dem Druck? Druck und Schmelzen, kriegen wir das zusammen? Wie ist denn das mit dem Wasser? Ja, wenn wir negativ sind, dann wird es wieder flüssig, weil der hohe Druck eigentlich weiter rüber geht. Das war das Argument von da unten. Wäre interessant, ne? So. Also es ist einfach höher drücke, appliziere und das wäre. Wie wäre das, wenn das. Wie kann durch höhere Drücke flüssiger Film entstehen? Also bei Wasser ist ja mit der Anomalie von Wasser tatsächlich so. Das ist eine Druckerhöhung. Mhm. Das erscheint Ihnen logisch als Erklärung? Ja, eigentlich. Ja, dann unbedingt, weil es ist ja trotzdem rutschig, aber ich muss mit einem Flüssigkeit. Also, es kann sein, dass ein Flüssigkeits. Ja. Also, eine Erklärung, die Sie gemeinhin in vielen Büchern finden, ist falsch. Ja? Und die sagen einfach, ja, ist klar, wir brauchen einen flüssigen Wasserfilm. Und dieser flüssige Wasserfilm kommt durch die Druckanomalie des Wassers zustande. Das ist etwas, was man sehr häufig merkt. Weil das normale generische Phasendiagramm war so, dass die Steigung zwischen die Schmelzkurve positiv ist. Eine Druckerhöhung führt die flüssige Phase in die feste Phase über. Bei Eis ist es anders. Ja? Bei Eis ist es so, dass der Druck, den ich appliziere, die feste Phase in die flüssige Phase überführt. Und das ist eine Erklärung, die ich in vielen Büchern schon gelesen habe, dass eben sagt, die Druckerhöhung erzeugt diese Film. Und jetzt sage ich, bleiben wir bei diesen Gedanken. Und ich sage, das ist sehr fragwürdig. Wie würden Sie das jetzt abschätzen? Sie sehen immer so ein Diagramm hingemalt, aber wo kriegen Sie verlässliche Daten her? Wir bräuchten jetzt nicht den Cartoon, den ich immer so hinmale, sondern ich brauche jetzt verlässliche Daten, um eine Abschätzung zu machen. Ich würde gerne, dass Sie die Abschätzung mal skizzieren. Was würden Sie jetzt machen? Ich möchte überlegen, dass Sie abschätzen, wie würde ich den Druck abschätzen, den ein Mensch appliziert? Und wo kriege ich zuverlässige Daten her, um das Phasendiagramm zu analysieren? Finden Sie zuverlässige Phasendiagramme. Richtig gute, solide Daten. Belastbar. Den Druck könnte man herausfinden, indem man eine Kamera 80 Kilo drauflegt und damit warum mit den Druck lernen. Wie würden Sie den Druck ausrechnen, wenn Sie sagen, jetzt machen Sie es einfach, nehmen Sie 100 Kilo, schwerer Mann, nehmen Sie eine Kufe. Was bräuchte ich denn? Druck wäre Kraft pro Fläche. Also 100 Kilo und jetzt brauche ich die Fläche. Dann nimmst du einfach so einen. Ja. Schauen, welche Fläche diese Kufe hat. Und dann haben wir schon eine Abschätzung des Druckes. Ne? Und das ist sicher nicht ganz ohne. Ne? Weil, ja. Also die Druckabschätzung ist eigentlich recht einfach. Ne? Wir würden sagen, für eine Abschätzung immer einfach machen. Also sagen Sie 100 Kilogramm meinetwegen. Ja? Und Sie schätzen ab die Fläche der Kufe. Und dann weiß ich, Kraft pro Fläche ist der Druck, den der Mensch über den Schlittschuh aufs Druck appliziert. Das ist ganz einfach. Das nächste, was ich haben muss, jetzt muss ich sagen, diese Druckänderung, die ich damit appliziere, wo bin ich da im Phasendiagramm? Wo kriege ich ein vernünftiges, ehrliches, gemessenes Phasendiagramm des Wassers her? Nicht ein Cartoon, den ich Ihnen mal zeige.
Weil Sie müssten ja jetzt abschätzen, Sie brauchen jetzt genau diese Steigung. Sie brauchen Werte dran, sagen jetzt, vorher bin ich hier und nachher bin ich hier. Wo finde ich diese Werte? Wo würden Sie, Mr. Google? Da gibt es Datenbanken. Da gibt es zum Beispiel die NIST-Datenbank, das ist eine sehr gute, National Institute of Standard and Technology, eine Eichbehörde, da finden Sie verlässliche Daten. Weil Wasser so wichtig ist, da gibt es auch eine Association for Steam and Water. Und da finden Sie alle möglichen Daten von Wasser, weil es so wichtig ist. Das sind Messdaten, die verlässlich sind. Und dann können Sie die beiden gegeneinander auftragen. Und wenn Sie anschauen, der Druck ist erstmal hier exponentiell aufgetragen, ne? Logarithmisch aufgetragen. Das heißt, es geht hier diese Steigung, die ich immer so male, ist in Wirklichkeit schon sehr senkrecht. Sie brauchen sehr hohe Drücke, damit es zum Tragen kommt. Und wenn Sie jetzt Ihre Abschätzung machen, dann werden Sie merken, dass diese Erklärung, die gerade jemand angeboten hat, allenfalls beim Trippelpunkt gilt. Aber das sind Mini-Änderungen. Also dieser Druck reicht hinten und vorne nicht aus, um diese Änderungen zu erzeugen. Und deswegen macht das für meines Erachtens diese Erklärung fragwürdig. Wir brauchen also eine andere Erklärung. Wo kommt der Flüssigkeitsfilm her? Es ist nicht das Ganze. Es waren schon ein paar Reibungs immer wieder. Aus der Luft kondensiert was. Diskutieren Sie das. Wo kommt die Flüssigkeit her? Und das sind typische Quellen, die Sie nutzen können. Also die NIST-Datenbank ist eine sehr gute. Und eben auch hier so eine Vereinigung, die eben Wasser und Wasserdampf genau analysiert, weil es so wichtig ist. Aber auch in vielen Datenbüchern finden Sie das. Angekommen. Wo kommt dieser Wasserfilm her? Warum gefällt mir Reibung nicht? Also Reibung gefällt mir eigentlich deshalb nicht, weil ich sage, es braucht die Aktion. Wenn ich hier dann hin und her gehe, es wird heiß. Aber es bleibt auch rutschig, wenn ich so stillstehe. Und er hat auch richtig bemerkt, auch wenn ich nicht die hohen Drücke appliziere, ist es trotzdem ziemlich glatt auf einer Eisschicht. Also da scheint eine Eisschicht schon präsent zu sein. Die Frage ist, wo kommt die her? Ja. Vielleicht an der Grenzfläche zwischen festem Zustand und der Luft kondensiert wegen Temperaturunterschieden das Wasser in der Luft auf der Äußerung. Ja, aber Temperaturunterschiede habe ich eigentlich nicht so groß. Aber wenn es jetzt länger, es kann schon ein Temperaturunterschied sein, aber in der Regel ist die Temperatur des Eises und der Luft sehr vergleichbar. Aber Ihre Idee ist sehr gut. Er hat das Wort Grenzfläche gebraucht. Das ist mindestens ein Punkt oder zwei Punkte in der Klasse. Er hat Grenzfläche gebraucht. Was ist denn anders an einer Grenzfläche im Vergleich zur Volumenphase? Vielleicht ist die flüssige Schicht immer präsent auf dem Eis. Und eine Folge einer Grenzschicht. Das ist die Idee, die ich Ihnen anbieten möchte. Wird komplex, ich möchte die Frage noch mal in einer anderen Richtung gehen. Wie würden sich zwischenmolekulare Wechselwirkungen auswirken auf den Siedepunkt und Gefrierpunkt? Je größer die zwischenmolekulare Wechselwirkung, umso was für eine Wirkung hat es auf den Siedepunkt und Schmelzpunkt? Nehmen Sie Edelgase. Welchen Trend werden die Edelgase haben? Und warum? Wir
welchen Trend würde ich sagen, wenn ich jetzt sage Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon? Ja, du hast sehr viel. Also es ist dramatischer. Helium ist fast beim absoluten Nullpunkt. Und Xenon, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber so minus 100 Grad Celsius. Also je höher die Wechselwirkung, ja, umso bei höheren Temperaturen erscheint die feste Phase. Ist eigentlich klar vom Trend. Ja? Je größer die Wechselwirkung, ja, umso bei höheren Temperaturen wird bereits die feste oder gasförmige Phase ausgebildet. Ja, wenn Sie Helium nehmen, sind Sie fast in der Nähe vom absoluten Nullpunkt, 4 Kelvin. Nehmen Sie Xenon, haben Sie stärkere Wechselwirkung, ist der Siedepunkt viel höher. Ich glaube so um die 100 Grad Celsius minus. Also hier sehen Sie die Helium, also Schmelzpunkte minus 272, ja, und höherer Druck sogar noch beim Helium, beim Xenon minus 112 Grad Celsius. Also je höher die Wechselwirkung, bei höheren Temperaturen erscheint die Phase. Das ist ganz sinnvoll. Gehen wir zurück zu unserem Problem. Und der Kollege hat das Wort Grenzfläche mit angebracht. Wie stellen Sie eigentlich eine Grenzfläche vor? Ist es wirklich eine Grenzfläche oder ist es ein Bereich mit einer gewissen Ausdehnung? Wie viele Moleküllagen werden unterschiedlich gepackt sein, wenn Sie Wasser anschauen und gehen über zu Wasserdampf? Ist es eine, sind es 10, 3, 5? Wie scharf ist eigentlich eine Grenzfläche? Wie viele Moleküllagen würden Sie uns sagen? Nicht viele, aber es ist auch nicht eine Fläche. Ne? Also 5, 6. Ja. Also uns, glaube ich, klar, als Chemiker, das wird keine scharfe Fläche sein und eine Diskontinuität in der Dichte, sondern es wird ein Bereich sein. Und dieser Bereich hat so 3 bis 10 Moleküllagen. Den wird es umfassen, wo ich Eigenschaften sich des Mediums kontinuierlich ändern von der einen Volumenphase in die andere Volumenphase. Und in diesem Bereich mit der Grenzfläche habe ich eine andere Wechselwirkung. Die Idee war, ich habe dort andere Wechselwirkungspartner. Was würde das jetzt bedeuten für die Schmelzpunkte? Also wir haben jetzt eigentlich zwei Dinge abgekoppelt. Wir haben gesagt, wir haben einen Bereich, eine Ausdehnung, die an der Grenzschicht ist. 5, 6 Moleküllagen. Und wir haben eine Volumenphase, wo die alle schön symmetrisch gepackt sind. Die Wechselwirkung in der Volumenphase ist stärker als in der Grenzschicht. In der Volumenphase sind mehr Bindungspartner im Mittel als an der Grenzschicht. Eigentlich haben wir jetzt zwei Siedepunkte, zwei Schmelzpunkte definiert. Einen Schmelzpunkt von der Volumenphase und einen Schmelzpunkt von der Grenzphase. Wie wären die denn? Sie sind dran. Ja, das ist tiefer, ne, als von dem Ganzen. Das ist eine ganz andere Idee jetzt, ne, die wir haben. Vom Eis. Wir sind bei einer ganz anderen Idee angekommen. Unser Eis besteht jetzt aus einer Volumenphase, die einen Schmelzpunkt hat, den wir aus dem Buch her kennen. 0 Grad Celsius meinetwegen. Und es gibt einen Grenzbereich. Der einige Moleküllagen umfasst, mit anderer Wechselwirkung. Dieser Bereich hat auch einen Schmelzpunkt, aber dieser Schmelzpunkt ist wie im Vergleich zum anderen. Ist er höher oder tiefer?
Dort sind weniger Wechselwirkung. Das heißt, der Schmelzpunkt wäre höher. Also wäre jetzt eine ganz andere Idee. Wir hätten hier zwei Sachen. Ein Schmelzpunkt von der Grenzfläche, Surface, und einen vom Volumen. Und beide weichen ab. Das heißt, wir hätten die Idee, dieses Objekt hier kann fest sein und trotzdem kann durch die Natur der Grenzschicht hier ein Wasserfilm drauf sein. Ein flüssiger Film, weil ich an der Grenzschicht andere Wechselwirkungen habe. Interessante Idee. Ja, jetzt ist die Frage, wenn man die Oberflächenstruktur so verändert, fällt Ihnen da was ein, wie man das nachweisen könnte? Welche Experimente könnte ich denn tun, um dieses Bildchen, was abweicht von dem, was Sie in anderen Lehrbüchern lesen, verifizieren zu können? Zu leise. Sie sollen ruhig diskutieren mit Ihren Nachbarn. Wie könnte ich das nachweisen? Hätten Sie irgendeine Idee, wie man das nachweisen könnte? Ihr Handy und Ihr Handy, das ist Eis und das ist Eis. Was würde passieren? Was würde passieren, wenn das hier ist? Wir haben jetzt die Behauptung hier. Wir haben hier die Behauptung, hier ist eine flüssige Schicht drauf. Ja? Und die ist ein Ergebnis einer anderen Wechselwirkung an einer Grenzschicht. Und das möchte ich nachweisen. Sie brauchen gar nicht viel. Also Faraday hat es nachgewiesen, der war ein genialer Experimentator und hat nicht viel mehr gebraucht als einen Eisschrank und Eiswürfel. Das ist viel zu ruhig. Was mache ich hier? Check. Chi. Was würde passieren, wenn da eine flüssige Schicht drauf wäre? Die Flüssigkeit hier und die Flüssigkeit gibt es aufgrund der Grenzfläche. Wenn ich die zusammenbringe, was würde passieren? Ja, die kleben zusammen. Ich kann es nicht mehr auseinanderziehen. Also die wir entwickelt haben, gerade gemeinsam, ist das Folgende: Wir sagen, hier auf diesem Eiswürfel gibt es eine Wasserschicht als Grund der Grenzfläche mit anderer Wechselwirkung. Und wenn ich jetzt Eiswürfel zusammenbringe, was würde denn passieren? Diese Grenzschicht werden jetzt zur Volumenphase. Sie würden ausfrieren und ich kann die nicht mehr auseinanderziehen. Ich bringe die Eiswürfel zusammen, bapp, es kristallisiert aus. Und jetzt kann ich nicht mehr sie einfach auseinanderziehen. Wie würden Sie jetzt den Schmelzpunkt bestimmen von der Grenzphase? Was könnte ich jetzt weitermachen? Jetzt den Grenzschmelzpunkt bestimmen. Mit dem Experiment. Was müsste ich jetzt noch machen?
Sie sollen dieses Experiment, was ich Ihnen gerade vorgeführt habe, modifizieren, um den Schmelzpunkt der Grenzfläche rauszubekommen. Ja, man könnte schauen, ich könnte das ja machen, nochmal Ihr Handy quälen. Ich könnte das ja machen bei 0 Grad, BIP zusammen. Minus 5 Grad, BIP zusammen. Minus 10 Grad, BIP zusammen. Aber wenn Sie das bei minus so 25 Grad machen, klebt es nicht mehr zusammen. Was bedeutet das? Wie würden Sie das interpretieren? Also hier sehen Sie so ein Cartoon-Bildchen einer MD-Simulation. Sie sehen hier Eis mit optimierten Wasserstoffbrückenbindungen und da drauf eine flüssige Film an der Grenzfläche, wo ich eben auch nicht ein volles Netzwerk ausbilden kann an Wasserstoffbrückenbindung. An dieser Grenzfläche gibt es auch OHs, die nicht einen Partner finden für eine Wasserstoffbrückenbindung. Ja, und wir wollten das Experiment machen, um diese Schicht nachzuweisen. Wir haben gesehen, die Schicht wird gebildet, weil ich an einer Grenzschicht andere Wechselwirkung habe. Und wir haben auch gesehen, wie sich diese Wechselwirkungen auswirken auf den Schmelzpunkt. Je stärker die Wechselwirkung, umso höher ist der Siedeschmelzpunkt. Ich muss nochmal Ihr Handy klauen. Das Handy ist ein Eiswürfel mit der flüssigen Schicht dran. Und das ist der andere Eiswürfel. Wir haben folgendes Experiment gemacht. Hier ist eine flüssige Schicht dran, hier eine flüssige Schicht. Wir bringen die beiden zusammen. Die flüssigen Schichten an der Grenzschicht werden Volumenphase. Und ich kann die nicht einfach auseinanderziehen. Das heißt, das Experiment, das wir führen, ist jetzt von Faraday wie folgt. Er geht bei minus 5 Grad und wiederholt es und bringt die zusammen. Ob, friert aus. Kann ich nicht auseinanderziehen. Minus 10 Grad, friert aus. Minus 15 Grad, friert aus. Minus 25 Grad, klebt nicht mehr zusammen. Das heißt, wir würden sagen, der Schmelzpunkt von dem Grenzflächenwasser wäre minus 25 Grad Celsius. Und dann können wir nicht mehr rutschen. Also eine ganz andere Idee. Wir sagen jetzt, auf dem Eis ist ein flüssiger Film präsent. Dieser Film ist präsent, da ich an einer Grenzschicht andere Wechselwirkung habe. In der Regel ist die Wechselwirkung schwächer. Ich habe eine Grenzschicht fluide und die Volumenphase fest. Ich kann durch dieses einfache Experiment den Schmelzpunkt der Grenzflächenphase bestimmen. Und das war das, was Faraday gemacht hat. Also er nimmt Eiswürfel, haut ihn zusammen und wenn Sie die Kraft messen würden, dann sehen Sie so, dass so beim minus 25 Grad ja, ist die Oberflächenfilm gefroren. Was würde das bedeuten für Schlittschuhfahren? Wenn Sie jetzt Schlittschuh fahren wollen bei minus 30 Grad, haben Sie das schon mal probiert? Es würde nicht gut funktionieren. Und ein sehr beeindruckendes Beispiel davon ist das Tagebuch von Scott, ja, am Südpol gefunden. Also es gab ja so 1912 war das, glaube ich, so das letzte große Abenteuer. Das Rennen zum Südpol. Wer ist als Erster am Südpol? Und das sind zwei unterschiedliche Expeditionen aufgebrochen. Eine war ein Engländer, Scott, mit Militärtraditionen und der andere war ein Amundsen, hieß der, ein Norweger. Ich glaube, ja, Norweger oder Schwede. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Ich glaube, Norweger. Und die sind beide aufgebrochen, um
das zu machen. Der Scott war nicht gut vorbereitet, während der Amundsen sehr gut vorbereitet war. Also er hat länger bei Eskimos gelebt, hat sich mit Hundeschlitten unterwegs. Der andere, der Scott, war unterwegs mit Ponys, überhaupt nicht geeignet dafür. Und die haben dann bei diesen arktischen Temperaturen, ja, mussten die Schlitten selber ziehen. Und er beschreibt in diesem Tagebuch, ja, welche Qualen das sind, bei diesen arktischen Temperaturen die Schlitten zu ziehen. Und das geht durch Mark und Bein, wenn Sie das lesen. Die ganze Gruppe ist auch erfroren von ihm. Und in dem Tagebuch steht dann das sehr schön drin eigentlich, was bewirkt, wenn ich eben die Grenzschicht nicht mehr fluide habe. Ja, ich habe eigentlich viel länger gebraucht für die Vorlesung als gedacht. Ich wollte eigentlich heute Mischphasenthermodynamik anfangen. Das machen wir dann nächste Woche. Ja, wir verlassen dann die Grenzflächen. Aber ich möchte Ihnen vielleicht noch ein bisschen unser Masterprogramm vorstellen. Sie haben gemerkt, dass das Thema mich schon fasziniert, Grenzflächen. Und wenn Sie ins Masterprogramm hier in Regensburg reingucken, finden Sie sehr viele Vorlesungen, die Grenzflächen zum Thema haben. Da bietet der Herr Kunz zum Beispiel Vorlesungen an über Formulierung. Da geht es um kolloidale Teilchen. Ja? Wie kann ich die stabilisieren? Wie kann ich Eigenschaften in Mischungen optimieren? Ja? Und sowas können Sie da lernen. Sie lernen, es gibt einen ganzen Zoo von Vorlesungen, die heißen alle Grenzflächen 1, 2, 3, 4, wo verschiedene Aspekte und Methoden klar gemacht werden, wie ich Objekte an Grenzflächen analysieren kann. Und wir haben auch den Dominik Horinek hier, der eben ein Theoretiker ist und MD-Simulationen macht und auch viele Aspekte, ja, präzise adressieren kann durch MD-Simulationen. Da werden eben die Potenziale angenähert, die zwischen den Molekülen herrscht, die Newton'schen Bewegungsgleichungen gelöst und ich kriege eben Bildchen raus, Cartoons, wie ein System sich evaluiert. Und er behandelt auch viele Fragen, die um Grenzflächen gehen. Also Grenzflächen sind ein ganz wichtiges Thema hier in Regensburg, Grenzflächen, Kolloide, was Sie sehr gut lernen können. Es gibt hier sogar einen eigenen Studiengang, COSOM, der Complex Organized Soft Matter heißt, mit einer Masterarbeit in Frankreich. Ja, auch das ist so organisiert, auch mit Erasmus-Programm kann ich auch ein bisschen dafür werben, ja, dass Sie hier die Grundlagen lernen und Ihre Masterarbeit in Frankreich machen und dann vielleicht zurückkommen oder auch dort bleiben. Ja, ich denke, es hat keinen Sinn mehr, hier heute mehr zu machen. Ich bedanke mich.